Ich sage euch so, wie es ist, ne? Das Ganze ist jetzt derbe spontan. Ich saß jetzt hier gerade am Schreibtisch, habe gerade gegessen. Da habe ich überlegt, was können wir so als Alternative machen. Und ich schwöre, ich habe einfach auf der Startseite Videos gesehen, wo ich nach Polen gefahren bin, nach Tschechien gefahren bin. Deswegen habe ich mir überlegt, wenn wir jetzt morgen wegfahren sollten, fahren wir wieder nach Polen. Ja, aber mein Reisepass nicht vergessen. Mein Portemonnaie ist ja immer noch weg. Und da ist alles drin. Ausweis, alles. Wir haben jetzt gerade 9:30 Uhr, ich fahre jetzt gleich los. Sammle einmal die Jungs ein und dann geht es eigentlich direkt auch schon Richtung Polski. Was ich auch erwähnen wollte, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, ich nehme jetzt seit 3, 4 Tagen wieder regelmäßig Kreatin. Mit regelmäßig meine ich jeden Tag 5 bis 7 Gramm. Und ich sage euch so, wie es ist, Kreatin, kein Spaß, ist wirklich das best erforschte Supplement, was es gibt. Auch wenn eure anderen sagt, ist nicht gut, ist nicht dies gut, ich schwöre euch, ich habe im Internet keine Nebenwirkungen gesehen. Egal, mit wem ich darüber gesprochen habe, es gibt keine Nebenwirkungen, Digga. Was auch wirklich sehr viele vergessen, jetzt kommt der Experte wieder raus, Kreatin wird ja selber bei uns im Körper produziert. Leider nur in so geringem Maßen, dass wir unseren Energiespeicher nicht füllen können, könnten wir theoretisch auch durch normale Ernährung, dann müsst ihr aber gefühlt, Digga, ein halbes Pferd essen. Deswegen hilft man quasi mit den Supplements nach und damit füllt ihr quasi dann den Energiespeicher. Und ich sage euch so, wie es ist, für jeden Sportler, für jeden Kampfsportler ein Pflichtsupplement. Und nicht vergessen, mit dem Code DANIELSON habt ihr immer den bestmöglichen Rabatt. Deswegen checkt es auf jeden Fall ab, checkt die Seite Neosubs ab und ich würde sagen, ich fahre jetzt los, Digga. Mein Mund ist schon trocken, ich trinke gleich Wasser und dann cruise ich zu den Jungs. Nico, ich geb dir Zeichen, so dieses mit Kopf, Bruder. Film mal seinen Kopf. Willst du über irgendwas reden? Was liegt dir auf dem Herzen? Mark Banner. Ich weiß, was ich mir vorstelle, Digga, wie du so im Bett liegst, Digga. Handy schon auf links geswitcht. Und mit rechts bist du gerade am Machen. Das könnte zu sein, Bruder. Das könnte zu sein. Und dann dieses Lied im Hintergrund so leise. Ich hatte mal TikTok. Auf dem Weg, euch habe ich gefühlt wieder TikTok, ihr Dreckspisser, Alter. Wenn man so ein Lied hört, man mit einem ernsten LKW reinfahren. Aber wisst ihr, was ich mir wirklich vorstellen kann? Wie manche Mädchen zum Beispiel abends in ihrem Bett liegen, gerade frisch aus der Trennung raus sind, Bilder von ihrem Ex-Freund angucken und das Lied laufen lassen und dann Status Subbel machen. Ey Jungs, ich will euch den Appetit nicht verderben, ne? Aber Mc's wird seit neuestem Dings gegrillt, Ratte. Das hatte ich letztens bestellt. It's breakfast time or lunch time? Which time is it today? Hello. I don't find a decide. No, we don't have breakfast at all. Never. Never, okay. Not even. Nee, ich spreche besser Englisch als ich. Nein, das war Spanisch, ich spreche auf Deutsch. Jetzt, wo ich gemerkt habe, dass du besser Englisch sprichst als ich. Nein. Ich hätte schon Bock auf dieses Frühstück. Aber. Denk nicht drüber nach, gibt es nicht. Kein Frühstück hier. Ja. Oh, ich habe nicht mal meine Karte, ich habe doch verloren. Sag mal, ich mache jetzt so rechts. Dann würden wir nicht nach rechts fahren. Klar würde das Auto sich nach rechts drehen, aber wir würden so nach vorne fliegen, glaube ich. Okay, warte, wir wissen es nicht, ne? Wir haben uns doch letztens sogar noch über die eine Situation in Istanbul unterhalten. Mit dem einen Typ, der seine Mutter umgebracht hat. Das müssen die meisten wahrscheinlich von euch auch mitbekommen haben. Da hat so ein Typ von seiner Mutter einfach den Kopf abgeschnitten und vom Balkon geworfen. Und die einen meinten, es waren Drogen. Und die andere Theorie war schwarze Magie und sowas. Weil, Bruder, diese schwarze Magie, hat sich gar nicht glaubt dran, ne? Also ich sag mal so, Yozgat habe ich bis jetzt, ne, noch nichts mitbekommen. Also meine Mutter hat mir auch nichts erzählt, dass irgendwie in unserem Dorf oder so irgendwann verflucht wurde. Aber ich kann es mir vorstellen, Bruder, da sind Tasers unterwegs, ne? Mit einem Zahn und so, da denke ich mir schon, Bruder, die macht bestimmt schon Augen, wenn ich lächle so. Ich hatte ein Video gesehen, ne? Ich weiß auch nicht, wie wir auf das Thema gerade gekommen sind, ne? Da war ein Mädchen, die hatte Hochzeit und die hat die ganze Zeit getanzt. Man hat da im Hintergrund eine Taser gesehen, eine Oma gesehen, die hat einfach wirklich dieses Tuch über ihr Kopf gemacht und irgendwas gesagt. Und stell dir mal vor, du kriegst sowas mit und du bist zu Hause und willst dir diese Hochzeitvideos angucken und siehst dann auf einmal, dass irgendeine Taser einfach das Mädchen verflucht hat. Ich schwöre, ich würde so einen Schock bekommen, ne? Und jedes Mal immer, wenn sie kam, ne? Also nicht bei den anderen, ja, ja, immer, wenn sie kam. Genau. Hat sie so getan, als würde sie tanzen und direkt über ihren Kopf. Ja, ist auch so. Das ist das Krasse. Also das ist so auch die Bestätigung, dass das mädchenmäßig verflucht wurde. Ich sehe schon, wie ich auf Hochzeit so tanze. Ich gucke mal nach oben. Witam Jakshimash. Ey, das wird der Titel vom Video. Witam Jakshimash. Jetzt fahren wir los, Bro. Polen kommt nicht zu uns. Wir müssen nach Polen fahren. Ach, das hier ist die Grenze. Also sind wir genau jetzt gerade in Polen und einfach 50 Meter in die Richtung ins Deutschland. Und wir haben einfach 50 Meter in Polen haben wir geböllert. Das heißt, wir haben diese Dings genutzt. Wir haben einfach gedribbelt. Wir haben noch alle, glaube ich, das gleiche im Kopf. Wir haben keinen Bock angehalten zu werden, ne? Vor allem, Bruder, wenn wir jetzt als auffällig vermerkt werden. Hey! Ich habe 6 Punkte, nicht du? Einer sammelt Punkte einfach, er hat 6 Punkte schon in Flensburg. Ich hatte sogar Déjà-vus gerade, ne? Ich war damals, müsst ihr euch vorstellen, als ich nach Polen gefahren bin, war ich ja mit Daniel, ne? Und als wir hier reingefahren sind, ich glaube, das war sogar hier links, stand eine Prosti, ne? Irgendwann hat sich dann herausgestellt, das ist meine Cousine. Angekommen im Paradies. Das hier ist der Laden der Leben. Ey, weißt du, was krass ist? Ey, weißt du, was noch lustig ist? Er sieht gerade, dass wir so filmen, ne? Also wir können nicht reingucken in den Laden, aber er kann theoretisch rausgucken. Und wenn ihr Feuerwerk braucht, ne? Ich schwöre, ich hole immer von hier Feuerwerk. Der Typ müsste uns eigentlich schon längst kennen. Er müsste eigentlich so eine Rabattaktion machen, so die Stanson 10 wenigstens.
die hier brauchen wir unbedingt. Position. Lass auf jeden Fall Sachen mitnehmen, die wir normalerweise nicht geholt haben. Aber was ist das denn? Ich schwöre, das ist süß. Ich sag euch so, wie es ist, Jungs. Dum-Dum war in meinen Augen die beste Marke, wenn es um Lautstärke geht, ne? Ich habe nur keine Ahnung, diese Packung sehe ich zum ersten Mal. Das sind Triple Dum-Dum. Ich weiß noch nicht, wie die sind, ne? Weil bei denen weiß ich, die fliegen in die Luft und platzen. Und bei denen weiß ich nicht, wie die genau aussehen, aber die nehmen wir mit. Lass mal auch wieder eine Rauchbombe nehmen. Diese Tüte hat jetzt 168 Zlotys gekostet, nur umgerechnet, ich glaube 35 Euro. Wir haben ein paar Sachen geholt, aber ich sag euch ehrlich, ne? Kein Spaß, seitdem das passiert ist in Tschechien, ne? Man hat einfach Trauma bekommen, hat flattert, irgendwelche Sachen zu zünden, die zu laut sind. Ich sehe jetzt schon, dass die meisten Fliegen gar nicht aufhaben, Jungs, ne? Weißt du noch, als damals alle diese Versace-Ketten hatten? Ja. Die haben einfach hier geholt. Nein, sag nicht, der geht nicht. Nein, Kabel ist gar nicht dran. Digga. Ich schwöre auf alles, hätte ich gewusst, ich hätte mein Kabel mitgebracht von zu Hause. Ne, Ära geht zu Ende. Ich schwöre, ich bin echt enttäuscht gerade, ne? Weil guck mal, der Polenmarkt, ich sag dir ehrlich, der ist gerade tot, ne? Egal wo du langläufst, Leute beobachten dich. Das heißt, wenn ich das Handy raushole und filmen will, die sehen das. Und schieb mit dem Automaten, das klappt einfach auch nicht. Kennst du diese Kinder, die so gehen, wenn sie traurig sind? Warte mal, was ist das für ein Tier, Bruder? Ich glaube, das ist ein Reh. Oh, das ist ein Reh. Einmal Reh. Er checkt noch nicht, dass wir hier sind, ne? Kennst du bei Horrorfilmen so, diese Frauen wissen noch nicht, dass der Mörder im Haus ist? Das ist doch kein Reh, oder? Das ist ein Reh. Ich fahre jetzt ganz langsam an ihn ran. Er sieht uns. Aber weißt du, dass es ein R ist? Vielleicht ist es auch ein Sie. Bleib stehen, Cousin. Er hat einfach so dünne Beine wie ich. Nein, er guckt andere Richtung. Nein, er guckt. Ich sehe das auch auf Handy. Ey, das ist so interessant, ne? Ich will schleichen und sagen, wie so ein Gepard, der den fressen will. Stimmt, er hört sich. Er versteht auch Deutsch. Ey, er redet gerade mit uns. Boah, guck genau meine Kamera, guck mal bitte, ey. Fartosch! Ey, ich sag euch ehrlich, ne, ich hab zum ersten Mal keinen Bock, gerade Böller zu zünden, ne? Am Ende kommt gegen meinen Kopf. Boah, es hat ein bisschen gezwiebelt, ne? Also, nächstes Produkt, irgendein Schmetterling. Nein! Erstens dachte ich, es fliegt in die Luft und zweitens dachte ich, es platzt am Ende noch. Kennst du mal mit Paranoid? Leute fahren hier so langsam, Bruder, dass man denkt, die halten an. Aber die meisten fahren langsam wegen den Schlaglöchern. Digga, man hat schon so Knacks bekommen, auf Ernst. Boah, die Schuhe ist kurz. Der wäre noch höher geflogen. Ja. Was steht da? Was hier so anzünden? Nein, auf keinen Fall. Manchmal sagt man immer, hör auf, wenn es am schönsten ist. Für mich war es sehr schön mit der Ente gerade. Weißt du, was war's hier? Ich zieh dich in den Tod! Was denn? Oh nein. Ich bin krank. Ich hab doch gesagt, es klappt nicht mit einem. Kannst du noch rein, Bruder? Bist du behindert? Ich dachte, er sieht meine Zukunft. Ey, fuck, Jungs. Mein Arm. Dennis, das wird uns zu Verhängnis. Rennt, Jungs, rennt! Ich hab ja nicht geguckt beim Rennen, ne? Ich hatte aber das Gefühl, dass das Ding umgefallen ist und in unsere Richtung geschossen hat. Ist es doch.